Servus Leute, willkommen zurück zu Mischief Makers. Es ist jetzt Freitag, der 12. Jänner. Wir haben 3.53 Uhr morgens. Warum nehme ich so früh auf? Ich konnte nicht einschlafen. Ja, konnte ich nicht. Deswegen nehme ich auf. Jungs und Mädels, das ist der großartigste Ort auf dem Planeten. Willkommen in Clanballand. Wow, Dad, das ist das Clanballand. Ah, das stimmt, Sohn. Der Themenpark ist voller Frills, keine Ahnung, was Frills ist. Auf jeden Fall Attraktionen. Folge mir, Sohn. Sohn. Klar, Papa. Und ich spawne einfach so. Stimmt ja. Steuerkreuz. Yeah. Rollin'. Warum konnte ich nicht schlafen? Weiß ich selber nicht. Ich kann einfach nicht schlafen. Deswegen nehme ich jetzt auf. Und ich habe mir auch überlegt. Oder besser gesagt, ich bin ja... Ich bin Miss Hint. Hinweis. Wenn du mir 10 rote Rubine gibst, dann werde ich dir etwas Gutes beibringen. Wenn du meinen Hinweis willst, schüttel mich zweimal, den du nach unten nutzt. Ich habe keine roten Dings. Ich bin ja aktuell sowas von wieder im Longplay-Fieber und aktuell... Shake. Aktuell sowas von im Longplay-Fieber, auch mit Kingdom Hearts. Dream Drop Distance. Weil Kingdom Hearts Birth by Sleep habe ich ja... Ups, schon aufgenommen. Und als nächstes kommt Dream Drop Distance. Und... Achso, ein blauer Pfeil erscheint auch. Und ja... Au! Wenn ich mir so angucke, wie teilweise meine Aufrufe bei... Ups, Longplays sind, das ist schon irgendwie geil, weil Kill Instinct hat... wie viel? Wobei, ich kann ja... No Risk No Fun? Ja! Ich kann ja hier tatsächlich das Internet öffnen, also... Ja, tanzt du mal wieder. Ich kann ja hier jetzt runterscrollen und alles angucken. Kill Instinct hat 72.712 Aufrufe. Also, und ist ja nicht das einzige Longplay, was, gut läuft. Und wenn ich mir so Kommentare anhören muss von zum Beispiel Force oder Drachnix, die meinen, bring Longplays überhaupt noch irgendwas? Die guckt ja keiner. Ja gut, Drachnix hat's nicht so böse gesagt, aber Force hat's böse gesagt, weil er meinte, ja, wer guckt denn den Scheiß? Und ja, da denke ich mir, ja. Aber das habe ich ja schon mal. Kann ich. Hä? Ich habe ja schon mal erwähnt, dass seitdem die auf Twitch übergelaufen sind, dass die alle irgendwie einen Sprung in der Schüssel haben. Ups. Na gut, nicht alle. Bums. Osoma ist noch gleich. Wobei er nur einmal die Woche streamt auf Twitch. Hier. Koldi ist noch genau dasselbe, aber nur weil seine Persönlichkeit irgendwie unzerstörbar ist bei sowas. Und Final ist immer noch dasselbe. Aber der streamt ja auch nicht so oft auf Twitch. Also. Kann ich ihn überhaupt als Twitch-Streamer sehen? Ja, eigentlich schon. Ups, nein. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Was wollte ich noch sagen? Es
gab wieder was, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Toll. Das hatte was mit dem Thema zu tun. Von wegen, ja, sie machen die Longplays schlecht und so. Achso, genau. Wegen Twitch. Also die preisen Twitch irgendwie, als ob es das Größte überhaupt ist. So viel, vor allem Forster. Er wird nie wieder auf YouTube... Was muss ich denn hier tun? Er wird nie wieder auf YouTube zurückkehren. Weil... Ah, ich habe nur eins. Stage R called Clan Bowser. Ja, werden Clan Bowser genannt, also ich bin einer davon. Um uns zu benutzen, drücke B. Dann drücke B nochmal in die Richtung, in die du willst, um loszulassen. Das erlaubt dir höher zu springen. Wenn du nach unten drückst, kannst du nach unten diagonal springen. Der Schlüssel ist, die Bälle da zu schütteln. Clan Balls reagieren unterschiedlich von Ball zu Ball. Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, schüttel die Bälle. Ah, okay, okay. Moment mal. Kann sein, dass ich mich so durchschütteln muss? Ja, jedenfalls preisen sie alle so, als ob Twitch das göttlichste überhaupt wäre und naja. Ich glaube, sie haben einfach keine Ahnung. Weil, wenn man bedenkt, ich verstehe es mit den Bällen nicht. Hier, es gab ja früher Funk Royale und Emero und Suishomaru, ihr wisst ja alle, die großen Let's Player eben. Und was ist? Kaum gab's Twitch. Emero ist komplett weg vom Fenster, der macht gar nichts mehr. Dann Funk hat nichts mehr gemacht, ist dann kurzzeitig zurückgekommen und macht jetzt auch nichts mehr. Und Sui hat teilweise noch weitergemacht, macht aber jetzt auch nichts mehr, auch auf Twitch nicht. Also irgendwie, Twitch macht alles kaputt. Woher kann das bloß liegen? Wow. Irgendwas muss ich doch mit diesem Kreis da machen. Aber ich weiß nicht was. Moment. Red nochmal. Ich bin Miss. Ja, schlag mich tot. Oh komm, red nicht. Ja, komm. Shake, shake. Wie man die Bälle nennt, das interessiert mich nicht. Drück B nochmal in die Richtung, in die du willst. Auf der Höhe zu springen, ja. Komm mal nach unten. Schüttel die Bälle. So, ich sollte die Bälle schütteln. Okay, dann versuche ich das mal. Shake, shake! Du da! Ah! Ich hab's begriffen! Hat ja nur 300 Jahre gedauert, aber egal. Kann ich mit dir reden? Nee. Dann wirst du misshandelt! Bin brutal! Geil. Geht das? Ja. Boah, ich zieh's aus. Oh, da oben. Checkpot. Da war aber auch. Hä? Was ist das? Moment. Wow. Shake, shake. Shake, shake, shake. Ich glaube, das Spiel gefällt mir immer mehr. Oh, sowas geht also auch. Boah, geil. Das war die falsche Taste. Nee. Ja. Nein. Ich hab's. Nein, das wollte ich nicht. Ah, komm, scheiß drauf. Daneben so, mein Gott.
Ja! Nein, einer fehlt. Nach oben. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Moment nochmal. Nein, das wollte ich nicht. Zack, zack. Ah, zu weit. Scheiße. Nein! Verpiss dich. Ja, geht doch. Hat ja nur 3 Tage gedauert, aber egal. Oh, das Spiel macht Laune ohne Ende. Wow. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich hab's. Genau, genau. Wie komme ich da denn dran? Nein. Moment, ich kann auch. Ich wollte den Kristall nicht greifen. Ich wollte den rechten C-Knopf drücken. Ist noch ein bisschen schwierig. Oh Gott. Oh. Heilige Mutter. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Nein! Shake, shake. Shake, shake. Oh Gott. Oh, geil. Oh, das Spiel macht so Laune. Es ist so gut. Ich glaube, man merkt, wie viel Spaß das Spiel macht. Aber den Kreis da in der Mitte will ich eigentlich noch haben. Und ja, ich weiß, ich konnte jetzt Finals Kommentare nicht befolgen, weil, naja, die andere Folge ist zwar auch schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Ja. Das war es nicht geplant. Boah. Nein. Ha. Shake doch. Shake, shake. Oh. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng, die Distanz. Was zum? Hoch, 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 hoch. Oh ne, so wird das nie was. Oh verdammt, ich muss das machen. Oh, das kann anstrengend werden. Wieso sollte ich das Spiel nochmal 100% machen? Hä? Final? Kannst du mir das erklären? Bin ich denn da hochgekommen? Genau so. Ich will da eigentlich in die Mitte rein. Achso, ich bin nicht dumm. Ja, ja, ja. Hab's auch gerade begriffen. Hier komme ich wieder rein. Ja. Das kenne ich schon. Kommt zur Sache. Hast du auch mehr Tipps oder so? Nee, hast nicht noch mehr Tipps. Ich bin vor allem die ganze Zeit überlegen, was ich nach Kingdom Hearts Dream Drop Distance als nächstes als Longplay machen kann. Achso, Moment. Weil, ja! Oh, stimmt ja, ich muss greifen. Weil wenn ich schon mal so in Kingdom Hearts Feeling bin, denke ich mir so, ja, eventuell Kingdom Hearts 1. Wow, geil. Oder Kingdom Hearts 3. Ja, irgendwie jetzt aktuell ist Kingdom Hearts bei mir wieder ganz hoch im Kurs. Hat quasi Danganronpa abgelöst. Aber okay, wenn ich eine Zeit lang kein Danganronpa spiele, dann ist klar, dass da automatisch die Lust vergeht, aber
will eigentlich da oben hin. Nee. Wieso heult ihr? Komm ich da hoch? Nee. Ich muss doch... Hallo. Ich muss doch... Oh Gott. Ich muss doch irgendwie da an diesen gelben Kristall rankommen. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Wozu das Ding da? Alter! Das ganze Spiel ist noch ein bisschen konfus für mich. Aber es macht Spaß. Shake it! Nee, das war nicht so geplant. Shake it, baby! Are you swinging right round, baby? Ja! Nee! Ja, ja. Ja. Ja! Ja! Marina macht die ganze Zeit so, ja, ja, what the fuck? Komm her. Shake, shake. Da, das will ich haben. Der falsche. Nein. Okay, nein. Komm her. Oh, ich habe einen riesen, ja, da. Ich habe einen riesen Spaß an dem Spiel und ich habe es verkackt. Nee, doch nicht. Geil. Oh, ich habe so Laune hier. Ah ja, das wollte ich auch noch ansprechen, weil, okay. Ich drehe erstmal eine Runde, währenddessen kann ich ja reden. Das habe ich mit Coldy im Stream auch schon mehr oder weniger besprochen. Besser gesagt, ich habe es angesprochen und er hat dann seine Version gesagt, weil, was für mich... ich bin zu lahm. Was für mich sehr wichtig ist an einem Spiel, ist jetzt, also gut, das Gesamtpaket muss stimmen, so viel steht fest. Aber was für mich eigentlich der wichtigste Punkt an einem Spiel ist, ist die Spielmusik. Ah, ja, perfekt. Phoenix! Oh, du Hund. Ah, da oben hätte ich ihn gewusst, oder? Der da. Ich will den haben. Wie komme ich daran? Ey! Nee! Ja, was für mich sehr wichtig ist beim Spiel, ist Spielmusik. Weil, ja, es ist für mich tatsächlich wichtiger als alles andere, auch als das Gameplay. Denn, das habe ich mit Coldy ja auch in gewisser Weise. Ups. Besprochen. Denn warum ist Spielmusik für mich wichtiger als Gameplay? Ganz einfach, wenn man jetzt ein Spiel hat, wo das Gameplay einfach beschissen ist, oder zu schwierig oder wie auch immer, und die Spielmusik ist aber geil, dann kann man sich an das Gameplay noch in gewisser Weise gewöhnen, beziehungsweise man kann es erlernen. Sieht die überhaupt, wenn ich die Dinger shake? Also man kann ein schlechtes Gameplay, man kann sich daran gewöhnen oder es erlernen. Und die Musik, Spielmusik bietet dann die Motivation, es weiterzumachen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel mit gutem Gameplay, aber Spielemusik hat, die einem nicht gefällt. Jetzt bin ich da. Toll. Dann bringt einem das beste Gameplay nichts, wenn man keine Motivation hat, das Spiel zu spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja toll, der gelbe Kristall fehlt und da auch. Ich mache erstmal so die normalen Durchgänge und guck dann eventuell später nochmal rein.
Spike Land, oh, das klingt schrecklich. Klingt nach Instant Deathland. Willkommen zur the one and only, also das einzigartige Spike Land, der Themenpark hier. Es gibt seltsame Events, die hier abgehalten werden, wo ihr mal einen Blick drauf werfen solltet. Habt eine große Zeit, großartige Zeit. Papa, ich will hier nicht sein. Ich will zurück nach Clanball Land. Dem stimme ich zu, Sohn. Dieser Ort ist komisch. Ist auch für mich komisch. Lass uns hier verschwinden. Daddy, Papa, ich habe ein seltsames Gefühl wegen diesem Ort. Stacheln! Hier sind überall Stacheln! Ich trage das nicht länger. Hauen wir ab. Ja! Marina! Shake, shake! Verpiss dich! Ich hasse Kinder. Nein, deswegen hasse ich Kinder. Stehen immer nur im Weg. Verpiss dich. Oh Gott. Na, ja, ist klar. Wollt mich flachsen? Die Schüsse fliegen so arschlahm. Aber naja, was ich eben gesagt habe wegen dem Gameplay und der Spielemusik. Also ein Spiel kann ein beschissenes Gameplay haben, aber eine geile Musik, dann, ouch, werde ich spielen. Und wenn es umgekehrt ist, so, kann ich die Dinger greifen? Nee. Ich hab's gecheckt, ich kann's nicht greifen. Ich will da vorbei. Ist gut. Danke, mein Gott. Was wollte ich Ihnen jetzt sonst noch sagen? Genau, wegen den unterschiedlichen Spielen, weil es gibt ja, ouch, Personen, die... Achso, jetzt sehe ich das erst. Aua. Es gibt ja Personen, wie zum Beispiel Final, die nur von einer Art Let's Plays oder Spiele machen. Also im Finals Fall ist das Nintendo. Oder Personen, die gewechselt sind, so wie Hedy, weil der hat ja früher auch Nintendo gespielt, aber dann ist er von N64 zu PlayStation übergewandert und spielt seitdem kaum noch Nintendo-Spiele, außer die alten eben. Und ich bin so ein Typ... Shake, shake! Ah! Und ich bin so ein Typ, der spielt an sich alles, weil... hallo, ich bin ein bisschen weiß mal wieder. Also wenn ich... also sagen wir es mal so, ich stehe so ziemlich jedem Spiel und jedem Spielgenre offen gegenüber, außer Minecraft, das finde ich scheiße. Und mir ist es egal, ob ich jetzt irgendwie eine Novel oder ein Ego-Shooter oder ein Jump'n'Run oder ein RPG habe. Ich versuche mich dann auch dem Spiel hinzugeben, um den Stacheln davon auszuweichen oder sie zu meiden. Versuch Hovering zu schweben. Wenn du zweimal nach unten drückst, kannst du rollen. So, ohne getroffen zu werden. Du rollst weiter, wenn du dauerhaft die Taste drückst. Okay, danke. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich stehe so ziemlich allen gegenüber offen und meistens zumindest versuche ich auch, mich auf ein Spiel einzulassen. Egal welches Spiel es ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein RPG habe. Ja, komm, spring doch. Dann versuche ich mich so richtig einzuleben, mich in Story hineinzusteigern oder bei einem Horrorspiel vor allem. Deswegen bin ich auch so ein Horrorschisser, weil ich mich nun mal reinsteigere in so ganze Sachen. In die ganzen Sachen. Na, das war's schon?
Okay. Hier habe ich den gelben Kristall zwar gesehen, aber ich habe ihn nicht bekommen. Ja komm, guck mir noch mal kurz rein. Kann ich das skippen? Nee, oder? Jedenfalls, ich versuche mich in die ganzen Spiele, die ich nun mal spiele, versuche ich mich reinzusteigern und zu erleben. Deswegen spiele ich auch so gern blind. Oder spiele blind, weil, naja, dann erlebe ich sie nun mal zum ersten Mal und das ist doch schon wichtig für mich. Und deswegen let's play ich auch ja so gern. Ah, na, abwärts geht das auch. Und leider kann ich eines der Spiele, die ich auch so gerne erlebt habe, nämlich Portal 2, nicht mehr als Let's Play weitermachen, weil das war ja damals ein Together mit Schmacki und Schmacki meinte ja irgendwann mal, also ich will jetzt nicht die genaue Geschichte hier platt treten. Moment, hier war es, oder? Ja, da über mir. Aber wie komme ich da ran? So nicht. Mit dem Ding da vielleicht. Aber das müsste ich irgendwie hierher bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mal eine schlechte Zeit und war nun mal angepisst auf alles und jeden und irgendjemand hat dann einen Kommentar geschrieben, der mich provoziert hat. Den Kommentar habe ich gelöscht, weil es ja eine Provokation war und sowas kann ich nicht ausstehen. Schmacki meinte dann, warum ich den Kommentar gelöscht habe. Geantwortet habe ich ihm nicht. Daraufhin hat er mich blockiert und mir die Freundschaft gekündigt und irgendwann, nach ewig langer Zeit, hat er mich wieder angeschrieben und hat dann auch den Block von mir genommen, damit ich ihn auch antworten kann. Ich habe ihm dann alles erklärt, so wie es nun mal damals war. Er meinte, okay. Und ja, das war eigentlich das letzte Mal, dass ich Kontakt mit ihm hatte. Ich meine, er ist jetzt auf Twitch. Ich habe nicht mehr viel mit ihm zu tun, eigentlich gar nichts mehr. Und um ehrlich zu sein, vertrete ich die Meinung, ja. Oh, geil. Er lässt mich in Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Also, ja. Jedenfalls hatten wir damals unser Together von... Nein! Portal 2. Verdammt. Und wegen der ganzen Sache meinte er ja, da, also er meinte, er hat nichts zu mir gesagt, aber er hat es dann einfach, wahrscheinlich dachte er sich so, jawohl, fick dich, ich mach das Spiel jetzt mit jemand anderem weiter. Und hat auch mit jemand anderem weitergemacht. Der hat mir quasi mein Let's Play zerstört, indem er es mit jemand anderem beendet hat. Und jetzt kann ich das Let's Play nicht mehr weitermachen wegen ihm. Naja. Vielleicht mache ich es irgendwann mal mit jemand anders, wobei es unwahrscheinlich ist, weil Steam bei mir ja nicht mehr funktioniert. Ja, schauen wir mal. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ich meine, dasselbe war bei Donkey Kong Country 2 ja auch der Fall. Das habe ich dann... Nein, warum? Ich habe versehentlich die Richtungstaste gedrückt. Und das habe ich dann auch als nur Death Run gemacht. Hauptsache, es ist auf meinem Kanal. Zwar dann nicht als Together, aber hey. Irgendwas muss das doch machen. Das teile ich gern. Und so viel dazu. Ich weiß, ich trete die Story wieder platt, aber... Ich verstehe es nicht. Das Spiel ist mir zu konfus. Vor allem das da oben will ich haben. Ich krieg's nicht.
Ah, ich verstehe das Spiel nicht. Jedenfalls. Naja. Außer Kingdom Hearts, also außer Kingdom Hearts 1 und vielleicht Kingdom Hearts 3 könnte ich eventuell, da könnte ich der Löwen machen, also für Super Nintendo, die NES-Version habe ich schon gemacht. Ich komme da nicht ran, wie soll ich das machen? Ich müsste das Ding da in der Mitte, das müsste ich irgendwie... Wie müsste ich das? Nach links, nach rechts bekommen. Ich glaube nicht. Nee, jetzt will! Jetzt! Okay, so komme ich ganz nach oben. Perfekt. Verstehe nicht, wie ich an diesen gelben Kristall da rankommen soll. Sorry. Also an den da. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Wenn Feinling einen Tipp parat hat, jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Oh, bin ich müde. Ich glaube, ich sollte jetzt... Nein! Oh! Ich glaube, ich sollte jetzt doch pennen gehen. Um fast 4:30 Uhr morgens. So war es nicht geplant. Nein! Das war so auch nicht geplant. Komm her! Ah! Hau ab, das ist mein Ball. Ich hab's. Verpiss dich, das gehört mir. Ich bin Marina, die Bösartige. Ach, komm schon. Danke. Ja! So, und jetzt das da grabben. Danke. Geht das auch? Ja. Das geht auch vom Stand aus. Ja, D-Rang, ich bin schlecht. Und an diesen gelben Kristall komme ich nicht ran, ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich bräuchte irgendwie Tipps, wie ich da rankomme. Ja, jedenfalls, ich werde jetzt den Part beenden und dann werde ich pennen gehen, weil ich bin hundemüde. Aber trotzdem kann ich nicht einschlafen, das ist irgendwie paradox. Und morgen mache ich weiter Kingdom Hearts. Oh, das ist irgendwie gerade total seltsam. Ich bin gerade sowas von dem Kingdom Hearts fühlen. Dann müsstest du dich finally ja Kingdom Hearts 3 andrehen. Aber, naja, ich weiß, wie er zu Kingdom Hearts steht, leider. Und ihn ein Spiel spielen zu lassen, was zwar für ihn eine Strafe ist, aber was er so zu Sau macht, dass ich selbst keine Lust habe, es, also wo er das Spiel so zu Sau macht, dass ich selbst keine Lust habe, es zu gucken. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Hosomas Tales of Vesperia nicht so wirklich gucke, weil... Wenn mir ein Spiel gefällt, aber der Spieler die ganze Zeit nur drüber lästert und sagt, wie scheiße es ist, oder wie langweilig oder sonst irgendwas, dann habe ich dann auch irgendwie keine Lust, das Let's Play zu gucken. Deswegen, das ist leider auch einer der Gründe, warum ich mir überlege, Final doch kein Dank an Runter V3 zu geben als Strafspiel. Ich würde es unglaublich gern sehen, ja, aber wenn ich dann jeden Part sehe, wo Finalist die Sau macht und sagt, dass es scheiße ist und dass es eine sehr langweilige Novel ist und der Sound ist scheiße und das hier ist schlecht konzipiert und das und das und das. Naja. Ich glaube nicht, dass ich mir das dann angucken würde, ganz im Ernst. Naja, mir fällt bestimmt irgendein anderes Spiel ein. Eigentlich schade. Aber okay, lassen wir es jetzt. Ich habe schon lang genug gelabert. Schon fast 35 Minuten. Ich gehe jetzt schlafen. Das war Mischief Makers. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.